Zorro an der Leine. Wie haben wir das eigentlich gemacht? Das funktioniert nämlich ganz gut mit ihm mittlerweile. Ich glaube, wichtig ist es, dass man sich von Anfang an klar macht, man hat ja echt einen Welpen im Haus. Welpe heißt Baby, heißt, man muss sich das so vorstellen, ein 9 Wochen alter Welpe entspricht vom Alter her sowas wie einem 2-jährigen Kind. Also was kann da im Kopf stattfinden? Was können die überhaupt schon begreifen? Was können die lernen und so weiter? Und wenn man sich das einmal klar macht, dann ist, glaube ich, auch klar, dass es ganz, ganz viele kleine Schritte braucht, bis man diese kleinen Zwerge dazu bekommen hat, ne? Dass sie machen, was man möchte und dass man ihnen eben beigebracht hat, an der Leine zu gehen und das vernünftig. Die gute Nachricht ist, sie wachsen ja sehr schnell und sie werden auch sehr schnell größer. Also natürlich nicht wie ein 2-jähriges Kind, was dann ein Jahr braucht, um 3 zu werden. Sondern wir haben hier Zorro, der ist jetzt 5,5 Monate alt und der ist schon fast Jugendlicher. Also das geht alles wahnsinnig schnell. Und ja, aber trotzdem am Anfang ganz kleine Schritte machen. Jedenfalls glauben wir, dass das richtig ist. Wie wir das gemacht haben, das seht ihr hier im Film. Hundebabys haben keine Ahnung, wie man richtig an der Leine läuft. Sie laufen kreuz und quer. Sie wollen nicht weiter und bleiben stehen. Oder sogar sitzen. Und statt auf dem Spaziergang machen sie ihr Bächlein dann am Ende lieber im Garten. Aber am Ende kriegt man es doch hin. Zwischen diesen Aufnahmen und diesen Bildern liegen exakt 8 Wochen. Zorro geht nicht mehr am Geschirr, sondern mit Halsband und Leine. Und er zieht auch nicht. Und das ist Zorro an der Leine heute mit 5,5 Monaten. Wie geht das? Wie bekommt man einen Hundewelpen dazu, vernünftig an der Leine zu gehen? Zurück zum Anfang, als wir mit der Leine angefangen haben. Unser Hundebaby war 9 Wochen alt, als wir ihn bekommen haben. Seine geschäftlichen Angelegenheiten hat der kleine Mann in den ersten 5 Tagen ausschließlich im Garten verrichtet. Bis auf wenige Ausnahmen, Hüstel. Wir fanden, dass er erstmal sicher werden soll in seiner neuen Umgebung, bevor wir spazieren gehen. Als erstes hat Klein Zorro ein Geschirr von uns bekommen. Erstens, damit er sich nicht seinen kleinen Hals wehtut, wenn er mal zieht. Das kann ja auch mal hektisch und in Panik sein. Und es gibt noch einen zweiten Grund und der ist genauso wichtig und praktisch. Und den zeige ich euch jetzt. Das hier sind Aufnahmen von unserem ersten Spaziergang mit Klein Zorro. Wir wussten natürlich, dass man von einem Hundebaby nicht erwarten kann, dass es nicht zieht. Und erst recht nicht, dass er immer auf derselben Seite geht. Und das wollten wir zu Beginn auch erst gar nicht versuchen. Das hätte den Kleinen mit all seinen neuen Eindrücken nur überfordert. Deswegen das Geschirr. Immer wenn er das dran hatte, hieß es für ihn alles locker und er durfte sich freier bewegen. Regeln haben wir erst aufgestellt, als wir die Leine am Halsband hatten. Dazu dann am Ende noch mehr. Klein Zorro kannte noch keine Straßen, als er zu uns kam. Jeder noch so popelige Gullideckel war super aufregend. Deswegen ist er auch immer wieder sitzen oder stehen geblieben. Wo ist der Rocky? Rocky war uns dabei wirklich eine Riesenhilfe. Zorro wollte immer zu seinem großen Freund und so konnten wir ihn ganz toll voranlocken. Wo ist denn der Rocky? Wenn Zorro dann doch stehen geblieben ist, haben wir nur gelockt und wenn überhaupt sanft an der Leine gezogen. Wo ist der Rocky? Komm, komm. Wir wollten, dass wenn er die Entscheidung trifft, dass es weitergeht. Und wenn er sich mal gar nicht getraut hat, dann haben wir ihn ein Stück getragen. Diese Bilder habe ich diese Woche gemacht. Klein Zorro geht mit 5,5 Monaten super an der Leine. Sein Geschäft landet inzwischen auch nur noch selten in unserem Garten. Meist erledigt er das hier an der Straße. Wir haben Zorro beigebracht, dass er beim Spazierengehen immer links von uns geht. Wenn er uns doch mal vor die Füße auf die andere Seite läuft, so wie hier, dirigieren wir ihn wieder zurück. Und wenn es dann wieder richtig läuft, dann gibt's ein Lob. Ich lobe ihn immer, weil er so toll mitläuft und hin und wieder motiviere ich ihn dann, dass er das auch so toll weitermacht. Dass Zorro so toll an der Leine läuft, ist, glaube ich, ganz viel seine Anlage, dass er nicht so ein
Zerrtyp war von Anfang an. Und wir haben relativ früh schon angefangen mit dem, dass wenn er zieht, dass er dann den Nachteil hat mit dem Rumdrehen. Was für ein Rumdrehen wollt ihr jetzt wissen? Okay, es ist so gemeint. Wenn Zorro zieht, holen wir ihn ganz sanft zurück und er muss um uns herumgehen. Und nochmal das Ganze. So sieht das aus. Er hat geschnallt, dass ihn das davon abhält, schneller bei Rocky zu sein oder wo er halt hin wollte. Also, das an der Leine laufen klappt. Ach so, doch, ein Problem gibt's. Aber das hat weniger mit kleinen Zorro zu tun. Das Schwierigste ist, ihm mit den Schuhen nicht auf die Füße zu treten. Im Moment üben wir gerade Stehenbleiben an der Straße, damit das dann auch irgendwann selbstverständlich ist. Mit Leine und irgendwann vielleicht auch ohne. So ist der kleine Zorro tatsächlich eine ganze Zeit lang auf die Straße gegangen, nämlich mit Halsband und mit Geschirr gleichzeitig. Warum haben wir das so gemacht? Wir haben umgeschnallt, immer mal ein paar Minuten aufs Halsband. So. Und als er dann im Halsband war, da hieß es dann, da musste er dann ordentlich gehen sozusagen. Kommt hier gerade ein Flugzeug rüber, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Das heißt, er wusste die ganze Zeit, ach, ich bin im Geschirr, okay, da kann ich machen, was ich will. Oder ihm war das natürlich nicht bewusst, aber als wir umgeschnallt haben, da war klar, okay, jetzt ist es hier irgendwie ernster, jetzt muss ich an der linken Seite gehen, jetzt darf ich nicht ziehen. Und das hat er so gelernt. Und natürlich haben wir dann nicht gesagt, nein, nicht ziehen. Und also wir haben natürlich das alles ganz sachte gemacht oder nur ihn so banal wie, wir haben ihn einfach nur so wieder in die Position gebracht. Hier, geh mal links und so. Und dann haben wir ihn total gelobt, wenn er das gut gemacht hat, ganz fein und so. Und das war's eigentlich schon. Und dann immer nur so ganz kurz. Und immer, wenn es besonders gut lief, aufgehört. Nämlich so einen Tag vielleicht mal 30, 40 Sekunden länger gemacht oder auch mal eine Minute länger. Der darf auch mal stehen bleiben und schnuppern, der darf natürlich auch mal pinkeln. Völlig klar, wenn es uns zu lange dauert, sagen wir, komm weiter und das ist es dann. Mehr ist es nicht. Jetzt sagt ihr vielleicht, ist hier alles schön und gut, aber unser Hund hat kein Halsband und er soll auch gar keins haben, weil unser Hund geht immer im Geschirr. Dann funktioniert das aber ganz genauso. Ihr nehmt dann einfach, wenn ihr das versuchen wollt, nehmt ihr einfach zwei Geschirre. Das heißt, ihr nehmt ein Geschirr für den Ernstfall, für dieses quasi ordentlich an der Leine gehen. Und dann nehmt ihr noch ein Geschirr, da darf der Hund dann halt rumtoben und darf sich es ein bisschen gut gehen lassen. Und die Hunde merken diesen Unterschied. Also wenn ihr unterschiedliche Materialien habt und wenn sich das Geschirr unterschiedlich genug anfühlt für den Hund, dass der einen Unterschied erkennen kann, wird es funktionieren, weil die Hunde verstehen, ach so, das ist so und jetzt ist es anders, jetzt habe ich ein anderes Geschirr an. Und die merken sich das und das merken sie sich auch gar nicht bewusst, aber das wird ihnen dann schon klar. Ich habe übrigens ganz bewusst gesagt, wir machen das so. Also ich wollte euch jetzt nicht sagen, macht das so, das ist die goldene Regel, so macht man das. Ich bin ja kein Oberlehrer und ich bin auch nicht Dr. Allwissend. Also ich wollte euch nur sagen, wie wir es gemacht haben und dass es bei uns gut funktioniert hat. Und mit Rocky hat es damals nicht so gut funktioniert und den hatten wir von Anfang an im Halsband. Und da haben wir das mit dem Ziehen sehr viel schwerer rausbekommen. Das ist übrigens auch noch was, was ich wichtig finde. Ich würde dem Hund heutzutage nicht mehr erlauben, irgendwas zu machen, was ich eigentlich so nicht haben möchte, also auch später. Ich würde dann immer versuchen, die Situation zu vermeiden, wo der das machen kann oder wie gesagt, ich bin im Geschirr, dann kann der hinlaufen, wo er will, aber nicht damit anfangen und sagen, du kannst jetzt erstmal am Halsband so rumdödeln und dann nachher irgendwann so, oh, jetzt wird's aber ernst. Ich finde das viel schwieriger, dem Hund das dann wieder umzugewöhnen. Was die sich als Welpe schlecht drauf schaffen, sage ich mal so, das wird echt schwierig, nachher wieder rauszubekommen. Und dann macht es keinen Spaß. Wichtig ist vielleicht auch noch, ihr habt vielleicht schon das eine oder andere Hundetutorial ausprobiert bei YouTube und habt gedacht, das funktioniert ja bei mir gar nicht. Warum funktioniert das nicht? Ich glaube, dass jeder Hund anders ist und jeder Mensch ist anders. Und jede Methode passt nicht auf jeden Hund oder jeden Menschen, weil wir halt alle unterschiedlich sind. Und mit unterschiedlichen Dingen besser klarkommen. Ist ja genau wie wir in der Schule gelernt haben. Der eine hat im Kopfrechnen sich so eine Eselsbrücke gemacht, der andere konnte mit anderen Hilfsmitteln besser lernen. Und so ist das mit Hunden und Menschen eben auch. Also man kann wahrscheinlich sagen, das und das könnte gut funktionieren, aber das ist natürlich nicht eine 100% Methode. Die gibt es einfach nicht. Da muss man immer gucken. Ja, das war mir noch wichtig. Was ist mir noch wichtig? Wichtig ist mir, dass ihr mir einen Daumen hoch gebt, ganz zügig, bevor ihr wegklickt und den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wichtig ist mir auch, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Und Zorro ist das sicherlich auch wichtig. Und ich freue mich auf euch.
Bis dann. Tschüss.